Ja, hallo und schönen guten Tag nochmal, liebe Zuschauer zum jetzigen JFD Live Trading TV am Nachmittag. Wir hatten heute Morgen beim JFD Devisenradar bereits den Loni, den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar besprochen, der sich ja hier in dieser fallenden Dreiecksformation darstellte. Grundsätzlich die Möglichkeit nach oben das ganze negative Pattern aufzubrechen wurde durchaus fokussiert, aber wir sehen unlängst hier exakt an dieser Trendlinie wieder mal ein Scheitern. Warum sehen wir hier im Stundenchart hier die Kerze von 14 bis 15 Uhr? Sieht ja tief düster aus. Der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar bewegte sich auch bislang hier im Tief 109 Pips, also vom Tageshoch bis zum Tagestief 109 Pips. Das ist deutlich über Range. Das Paar bewegt sich eben im Schnitt um die 95 roundabout. Deutlich über den Schnitt ist ein bisschen überhitzt, aber letztlich haben wir hier diese Impulskerze, die das nach unten auflöste, jedoch sehr, sehr deutlicher Natur. Warum? Das sind die Hintergründe zu den heutigen Daten. Um 14:30 Uhr kamen diese Daten hier rein. Monatliche BIP, das ist besser ausgefallen als erwartet. Also positiv für Kanada, schlecht für den US-Dollar, der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar dementsprechend im Abwind. Dann gab es noch Rohstoffpreise, Erzeugerpreise. Auch hier, wie gesagt, leicht fallende Tendenzen, beziehungsweise Rohstoffpreise im Januar hier mit einem erwartet wurden minus 6,8. Die Preise sind stärker gefallen. Das ist ein weniger schön Erzeugerpreis, aber hier erwartet wurde minus 2,2, hierbei nur noch minus 0,4. Das ist alles das, was hier praktisch den Mix, den Cocktail verursachte, um hier so eine Abwärtsbewegung zu initiieren. Und da kann man jetzt letztlich, wenn man sich den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar anschaut, auf Tagesbasis wieder nur einen Schluss ziehen. Nämlich den, dass diese Abwärtstrendlinie hier abermals bestätigt wurde. Abermals ein Zeichen, dass die Bären hier unveränderten Druck ausüben. Die News, wenn sie denn heute positiv rausgekommen wären, hätten dann dafür gesorgt, dass wir ja sicherlich einen positiven Tagesschluss oberhalb dieser Abwärtstrendlinie, oberhalb dieser letzten Verlaufshochs der vergangenen Tage platzieren könnten. Aber dazu ist es eben nicht gekommen. Insofern gilt es jetzt Augenmerk auf diese Unterstützung um 1,2390. Wenn wir da morgen Schrägstrich übermorgen, heute kann ich es mir nicht mehr vorstellen, aber man weiß ja nie, wenn wir letztlich hier dieses Niveau nochmal anlaufen, dann gilt es aufzupassen, ob man hier nicht nochmal einen günstigen Long-Einstieg erwischt, um nachfolgend aus einem, auf einen Ausbruch zu setzen. Andererseits, und das ist ganz klar der Punkt, wenn wir hier 1,2390 durchbrechen, explizit 1,2351, das wurde heute Morgen schon angesagt, gehen wir hier direkt runter, machen wir neue Mehrwochentiefs. Dann haben wir hier die Haltezonen, Aufwärtstrendlinie schräger Natur, aber hier vielmehr der Bereich 1,20 und tiefer wäre dann zu erwarten. Also Sie sehen, der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar hat wieder am Nachmittag Würze erfahren. Tatsache ist aber, diese Trendlinie wurde hier bestätigt. Also insofern hat diese ihre Relevanz einmal mehr unterstrichen. Und das heißt natürlich, dass man hier aufpassen muss, wie sich das Währungspaar in den kommenden Tagen bewegt. Ich will noch mal ergänzen für alle, die heute Morgen das Devisenradar nicht gesehen haben, hier die Saisonalität noch mal einfügen. Die zeigt und weist auf eine schwächere Tendenz im März hin. Sicherlich hier noch einiges drin. Achten Sie daher morgen auch auf den Zinsentscheid, der von der Bank of Canada kommt. Und wir haben dann auch im weiteren Wochenverlauf immer wieder 14:30 einige interessanten Daten, einige interessante, so heißt es richtig, Daten zu erwarten, die dann hier immer wieder den kanadischen Dollar entweder nach unten treiben oder eben wie heute beflügeln und entsprechend hier den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar in Bedrängnis bringen. Es bleibt spannend, das Währungspaar, gerade in der aktuellen Konstellation. Es dürfte sich hier in den nächsten Tagen eben ja, ein Ausbruch nach oben respektive nach unten vollziehen, der dann eben einige Pips nach sich ziehen dürfte. Hier oberhalb von 1,30, 1,3064, wie gesagt, das Verlaufshoch der Vorjahre. Unterhalb dessen haben wir dann hier eben Bereich 1,20 und tiefer als mögliche Hausnummern. Also, wie gesagt, es bleibt spannend, liebe Zuschauer. Gegebenenfalls schalten wir uns heute Nachmittag nach US-Eröffnung nochmal in den Markt. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt schon mal einen erfolgreichen Resthandel, noch einen erfolgreichen Handelstag und wünsche Ihnen die besten Grüße. In dem Zusammenhang auf bald, Ihr Christian Kemmerer.